Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, wir sprechen heute bei dem Etat von 10,2 Milliarden Euro. Und in diesen 10 Milliarden Euro sind Leistungen enthalten, wie zum Beispiel der Unterhaltsvorschuss, wie der Kinderzuschlag und die Förderung von Kitas. Und insbesondere was den Unterhaltsvorschuss betrifft, was den Kinderzuschlag betrifft, sind das soziale Leistungen, die wir alle für sinnvoll und richtig finden und die genau für diejenigen da sind, die sie eben benötigen, die nicht so viel haben. Und ich halte es für falsch, pauschal hier immer nur zu sagen, diese Leistungen bräuchten wir nicht. Was wir brauchen, ist eine Entlastung von Familien. Wenn sich noch nicht rumgesprochen hat, es gibt sowohl arme Familien als auch reiche Familien. Und reiche Familien möchte ich nicht unbedingt entlasten, sondern sie müssen belastet werden. Und deshalb finde ich es im Übrigen auch falsch, an der Stelle haben wir ja schon mal drüber diskutiert, dass hier der Solidaritätszuschlag teilweise abgeschafft werden soll. Das sind nämlich exakt 10 Milliarden Euro, genauso viel wie Ihr Ministerium zur Verfügung hat. Und gerade der Solidaritätszuschlag wird eben von denen bezahlt, die viel haben. Und die, die diese Leistung benötigen, die zahlen nämlich überhaupt keinen Solidaritätszuschlag. Das ist eine Fehlentwicklung. Kinder stehen bei ihm im Ministeriumstitel nicht mit drin, aber sie spielen hier eine ganz zentrale Rolle. Und Sie haben das nicht federführend zu verantworten, aber Sie haben ja da sicherlich ein Mitspracherecht. Es ist beschlossen worden, das Kindergeld in der diesjährigen Legislaturperiode um 25 Euro anzuheben, was wir erstmal begrüßen. Allerdings möchte ich noch mal darauf hinweisen, ich habe das in der letzten Legislatur hier auch schon getan, warum wird eigentlich zwischen den ersten, zweiten und dann den dritten und ab dem vierten noch mehr Kind differenziert? Wir sind der Meinung, alle Kinder sind gleich viel wert. Und wenn ab dem vierten Kind Kindergeld 250 Euro gezahlt wird, dann sollte das auch für das erste, zweite und dritte Kind gelten. Bitte beachten Sie das bei der Kindergelderhöhung. Vielleicht kann man es ja noch korrigieren. Und im Übrigen, was die Kinderfreibeträge betrifft, ist es ja ein bisschen absurd. Sozialleistungen sollen eigentlich für diejenigen da sein, die sie wirklich benötigen. Warum werden die Familien oder die Personen mit hohem Einkommen über Freibeträge noch besser gestellt, als wenn sie weniger Einkommen hätten und aufs Kindergeld angewiesen sind? Auch das ist eine Schieflage, die noch besser beseitigt werden muss. Und dann haben Sie in Ihrem Etat einen ganz wichtigen Titel, eine Perle, wo ich der Meinung bin, dass wir eben in letzter Zeit viel zu wenig dafür getan haben, obwohl er von 30 auf über 100 Millionen angestiegen ist, was wir gut finden. Das ist das Programm Demokratie leben, was sich gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus einsetzt. Und wie wichtig es ist, dass wir diese Gelder brauchen, das sehen wir nicht nur neuerdings hier im Bundestag, sondern das sehen wir eben auch, wenn wir täglich in die Zeitung schauen. Zum Beispiel die Echo-Verleihung, die dieses Jahr stattgefunden hat an zwei Antisemiten. Deshalb gibt es den Echo-Preis jetzt nicht mehr. Aber ich möchte auch noch mal an den arabischen Israeli erinnern, der am helllichten Tag im Prenzlauer Berg angegriffen und verprügelt wurde. Und das zeigt uns ja, dass wir diese Gelder benötigen, um dem gegenzusteuern. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung eine ausführliche Berichterstattung darüber hat. Und ich möchte dieser Stiftung an dieser Stelle für ihr Engagement gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit ganz herzlich danken. Ja, ich sage Ihnen was. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Bildung und Aufklärung dazu führt, dass man Hass in einer Gesellschaft vermindern kann. Dass das nicht immer hilft, sehen wir ja bei Ihnen, das ist klar. Aber dafür gibt es ja dann die Zivilgesellschaft, die sich gegenstellen kann, wenn das nicht hilft, den Staatsanwalt. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir mit konkreten und guten Programmen hier in der Gesellschaft wieder ein besseres Klima erreichen, dass wir tatsächlich eine Willkommenskultur haben und dass die jungen Menschen, die ja auch über andere Titel noch mitgefüttert werden, zum Beispiel Kinder- und Jugendplan, dass die Chance haben zu erlernen, wie Demokratie funktioniert, was Rechtsstaatlichkeit ist und dass das nämlich alles auf dem Grundsatz der Toleranz beruht. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächstes für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Katja Dörner.